Servus, meine lieben Arcadians, Damen und herzlich willkommen. Ich habe die Ansage verkackt, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind hier immer noch in Fuxania City, haben im letzten Part erfolgreich gegen Koga und Janina bestanden. Wir haben den Sumpforden erhalten. War das der Sumpforden? Nur ich habe es vergessen, ist ja auch nicht schlimm. Und der Sumpforden kommt noch. Und es müssen jetzt normalerweise nach Sophronia City. Allerdings ist mir eingefallen, beziehungsweise das habe ich schon letztes Mal auch gesagt, wir haben noch etwas anderes, was wir noch machen müssen. Wir müssen die Fahrradroute noch erkunden, wo wir noch nicht gewesen sind. Die werden wir uns jetzt auch gleich schon zur Brust nehmen, aber vorneweg möchte ich gerne erstmal noch einige Sachen machen, und zwar eine Kleinigkeit, die ich, bevor ich es vergesse, nicht machen sollte. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir unseren Libeltra erhalten im letzten Part. Und ich würde ganz gerne unserem Libeltra mit unserem Libeltra mal nachschauen, was der so für Attacken lernen kann. Ich würde nämlich Sandsturm gerne verlernen lassen und würde ihm eventuell was anderes beibringen. So, was kann unser gutes Libeltra denn noch lernen? So, Sonic Boom, Sand Attack, Drachenklau, geil. Drachentanz, noch besser. Und Bulldoze, vor allem, weil das Ding eine sehr hohe Stärke hat, wäre das vielleicht gar nicht verkehrt. So, ich würde sagen, ich würde ihm jetzt erstmal hier Drachentanz beibringen. Dafür würde ich ihm Sandsturm vergessen lassen. Zumindest so lange, bis er irgendwas anderes lernt in der Richtung. So, und... Bäm! Jawoll! Beim Drachentanz kann er nämlich sich sau hoch leveln, boosten. Das heißt, wir können den Gegnern so richtig in die Fresse schlagen. So, und was ich gerne noch hätte, wäre Drachenklau. Das wäre auf alle Fälle auch noch mit drin. Ist jetzt so die Frage, was wir natürlich vergessen würden. Drachenklau hat natürlich einen... geht natürlich auf den Attackenwert, nicht auf den Spezialattackenwert. Deswegen würde ich auch ganz gerne wahrscheinlich Erdpower rausnehmen. Oder... Ja, wir nehmen Erdpower raus, weil das nicht so viel Schaden macht, wie es sein sollte, weil es ja eine Spezialattacke ist eigentlich und keine Dings. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Drachenattacken jetzt noch mit drin. Damit wäre eigentlich unser Team jetzt im Großen und Ganzen jetzt schon mal so weit durch. Fehlt nur noch ein Pokémon. Mal gucken, was wir davon noch haben werden. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen jetzt Richtung Dings. Stimmt, von der guten Janina haben wir einen geheimen Tee erhalten, mit dem wir nach Sophronia City kommen. Das ist im Prinzip der Ersatz für die, total geil, für das Wasser, was wir kriegen könnten. So, dann nehmen wir mal auch mal gleich mal unsere Libeltra hier rein, damit es gleich mal ein bisschen aufgelevelt werden kann, wenn da irgendwelche Attacken kommen. Ich werde jetzt mal gerne mal gucken, was kann man denn hier eigentlich fangen? Das wäre... Okay, dieses komische Dotter, was ich herausgeschmissen habe. Geronimatz und das andere Teil. Dieses Boden-Pokémon ist vielleicht auch nicht schlechter aus, war das aus X und Y? Das weiß ich nicht genau. Diese Salamander. Ist jetzt aber jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, toll. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben, was wir noch mitnehmen können. Wir könnten ja schließlich einiges an Items vergessen, wenn wir nicht Acht geben. So, was mit dir? It doesn't matter, they're lost in any case. Habe ich gegen den gekämpft? Ich glaube, ja. Weiß ich aber nicht mehr genau. So. Naja, diese komische Truthahn. Dieser komische Vogel, ja. Geil. So, hier können wir leider immer noch nicht drüber. Ich frage mich ja, wann wir Surfer erlernen. Das würde mich ja interessieren. Also ich meine, Surfer haben wir ja schon. Aber wann wir denn wirklich über das Wasser surfen können? Ich gehe von aus, da werden wir nichts machen können. Bis wir mit Sabrina wahrscheinlich fertig sind. Und wir haben ja noch die Sivko ja noch vor uns. Also das wird auch noch interessant. Gut, kann man nichts machen. Ist halt so. Und der erste Misch auf die Fresse. I like to always check the tall grass and every move to see if I can find a new bird Pokémon. Also ich habe eins gesehen, wenn es dich interessiert, aber ob das jetzt was für dich ist, das ist die andere Frage, ne? So, der setzt Donald Duck ein. Na klasse. Dann testen wir auch gleich mal die Drachenklau aus. Das macht schon mal einiges aus, ey, wenn eine Step-Attacke reinfeuert. Geil. Und tschüss. So, total geil. Kann nämlich auch gleich mal unser Libeltra seinen Einstand feiern. Das machen wir jetzt mit... Ja, das macht nichts. Bam! Friss Steine, Schwan! Ah, fuck. Okay, das hat nicht ganz umgehauen, aber das haut jetzt um. Und tschüss. Geile Sache. Geile Sache, Baby. Hat schon was, wenn man so einen Drachen im Team hat. Ich meine, gut, Geschmäcker ist ein Anbester. Ich persönlich fand Libeltra schon immer ein... super Pokémon, damals ein Rubin Saphir Smaragd, also das war auch meistens in meinem Team gewesen, es war total geil. Und hat natürlich auch dementsprechend seinen Platz bei mir, ne? Irgendwann spielen wir mal Pokémon Smaragd oder so und dann werde ich euch mal zeigen, was das Vieh eigentlich kann. Richtig. So, und zack. Lappklinge und die Beltra ist tot. Ja, super. Okay, dann fackeln wir es ab.
Dieses Ding ist aus schwarz und weiß, gell? So weit ich mich erinnern kann. So, Kingler hat ein Level up erhalten. Sehr gut. Ledian, das ist eigentlich gar kein Thema für uns. Edis hat überlebt. Alter, das ist überhaupt, das Ding ist noch nicht, eigentlich gar nicht so stark. Auch nicht defensiv stark. Also, Ledian ist ein Lady. Ledian, Ledibar, das sind Pokémon, die habe ich damals in den alten Generationen nie gespielt, weil das letzte Mal ein Fall war. Oh, das Ding ist geil. Das hat auch der Champion Alder gehabt. Also der, ich weiß gerade, wie er auf Deutsch heißt, aber Alder heißt auf Englisch. Also der war auch interessant. War jetzt aber kein Champion-Musch. Also es war der Champion in schwarz und weiß. Aber jetzt nicht sonderlich leistungsstark, sagen wir es mal so. War aber auch ganz gut gewesen. So, ich glaube, da werden wir mal erstmal ein bisschen drauf hinarbeiten, dass unser... Ah komm, wenn wir schon eine Max-Revive haben. Dass unser Libeltran ein bisschen hervorkommt. Das sollte schließlich auch was lernen. So, wenn wir da jetzt nicht durch können, dann kack schon ab. Dort helfen wir mal. Ach, ich bin so dumm. Ich hab vergessen, dass wir uns wieder hier heilen können. Jetzt habe ich es umsonst gemacht. Ach, Mann. Ich werde es nie lernen in dem Leben. Niemals, ey. Ohne Scheiß. Dass man sich an den Zwischenstationen auch heilen kann. Ach. Naja. So, was können wir denn kaufen? Haben wir noch irgendwas? So ein Revive wäre ganz gut. Dann nehme ich mal 5 Stück mal mit wieder. Kann man immer mal gebrauchen. Repel lassen wir mal außen vor, also den guten Schutz. Der ist zwar auch nice, aber naja. Okay, also wir können hier stinknormal die Route begehen. Komischerweise kommen wir von oben nicht rein. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt da hingehen, was da passiert. Widing Watcher zeigt es, das ist cool. Ich bin also dein Pokémon. Du findest ja mit mir Pokémon und Glücker gemacht. Ja, ich habe eins gesehen, Kollege. Hör mir auf mit dem Scheiß. Das hat mir schon gereicht. Also. Oh, da gibt's gar keine Pokémon. Ah ja, gut, okay. Hätte mich auch gewundert. So, der Biker. Was könnte der denn haben? Die haben meistens Gift-Pokémon. Nehmen wir mal unseren Blubberband zuerst. Brumm, brumm, pop, 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 brumm, mam, 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 what, I limited sound 12, mam, 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 brumm, brumm, frumm, frumm, geil. Oh, da repeat es. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich habe keine Lust, irgendwie vergiftet zu werden jetzt. Deswegen knocken wir das Drecksding direkt aus. Repeat es ist nicht schwach, aber, oh, fuck, ist nicht schwach, aber auch nicht gerade. Stark. Wie soll ich das ein bisschen erklären? Wie viel ist es so ein Zwischen-Pokémon? Man hat's halt, es ist halt da. Fertig. Für die ich jetzt persönlich. So, die Beltra-Level 48, sehr geil. Cyclisser. Was ist ein Cyclisser? Das ist wahrscheinlich dieses komische Motorrad. 100 Pro, ey. 100 Pro. Ach so. Das ist dieser Drache. Das hat schon mal wirklich angehört wie ein Motorrad, ey. Cyclisser. Also dieser Drache, der juckt mich ja herzlich wenig, gell? Ich weiß ja auch nicht, was mit dem falsch ist, aber das sieht so aus wie so ein Fehlprojekt aus Jurassic Park. Aber gut. Alles klar. So, Naberto ist down. Perfekt. Schon mal eine weniger in dem Lande. Da ist unser nächstes Opfer. Setzen wir jetzt wieder Libeltra ein und gucken mal, was er hat. Ah, I love the sound of my horn. It's pure music. Naja, da kann ich mir schönere Musik vorstellen als ein Nebelhorn. Ah, siehst du, das Motorrad. Okay. Das ist Stahl. Stahl hat ein... Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass die Knie das überlebt. Dann feuern wir es einfach ab. Sehr nice. Und tschüss. Und Motorrad in Brand gesteckt. Geile Sache. So. Und down. Wunderbar. So, okay. Da war jetzt kein... Doch. Next week we have a racing tournament with the Yoto Biker Gang. Let's show them who the boss is. Okay, der will auch kämpfen. Yes, sir. I feel like my morale. To the roof. Go for it. Beach. Okay. Der Nico... Ah, das ist doch schon mal gut für uns. Das ist Gift-Elektro. Also das Elektro kann uns schon mal nicht viel anhaben. Setzen wir mal Drachentanz ein. So. Mit Säure kann er nicht viel bei uns bewirken. Und Feuer. Ein Drachentanz, Leute. Ich schwöre es, ein Drachentanz wirkt Wunder. Egal bei welchem Pokémon. Ohne Witz.
Ah, fuck, das ist Fee. Oh, oh, da muss ich jetzt Acht geben. Feen-Pokémon haben eine natürliche Stärke gegen Drachen-Pokémon. Toxtricity. Ah, okay, nice. Ey, voll der Wahnsinn, oder? Also die Beltra hat fast ohne Schaden zu nehmen wirklich die Pokémon weggehauen von dem komplett. Das ist schon hart. So. Ich sag ja, dieses Teil ist einfach nur geil. So, haben wir da noch irgendwo einen Gegner? Nein, da haben wir keinen Gegner mehr, aber wenn es gestattet... Oh doch, da ist noch eine. Rede mit mir! Hey, you are the cutting edge of wheels, huh? So, was hast du? Oh, das... Oh, ouch. Das ist... Oh. Das ist aus Schwarz und Weiß, meine ich. Aber das Teil ist nicht gerade ohne. Das Problem ist, ich habe aber auch nichts, was gegen Kampf irgendwie effektiv wird. Okay, gut. Dann machen wir das mit dem Beltra wieder. Ich hoffe jetzt, dass er jetzt irgendwas sowas raushaut wie... Alter, das war knapp. Oh, der fängt noch an. Alter, obwohl wir mit Drachen... Boah, das ist hart. Okay, dann Lightning. Ich wollte immer eine Pokémon heilen. Bevor ich sie vergesse. Dieses Fies. Ohne Scheiß, das ist Assi hoch 12, ey. Das ist stark wie Sau. Das ist so Art, so ein Art Lethal-King auf Steroiden. Also, im Prinzip das Gegenteil, weil Lethal-King ist ja mehr so eine faule Sau und das Ding ist ja mehr so der Hardrock, der Hardcore, Pumpe, so wie es aussieht. Ist schon hart. Oh, tschüss. Geil. Weg. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, perfekto. Damit hätten wir das auch erledigt. Wir will nicht kämpfen, gell? You don't like a biker, are you so you didn't get lost? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier den Weg nach Hause wieder finde, aber ich will ihn ja auch nicht finden. Ich will Pokémon-Meister werden. So. Also, Glück haben wir überall so eine Schwester, die uns heilt, Alter. Also, so eine Schwester Scheu, die überall mit dem Arsch nach hier rumrennt. So, gut. Das haben wir jetzt geschafft. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich will trotzdem wissen, was ist, wenn wir jetzt oben hingehen. Ob wir da jetzt irgendwas haben oder ob die jetzt weg sind oder keine Ahnung. Oder ob das so ein Special-Ding ist. Hm. Engines roar to the sky, gasoline, blood and fire. We are so tough that even Team Rocket respect on. Someday will be our enforcement arm to make the job fun. Okay. Cycling mode. Nee, die stehen immer noch hier. Get out! Get out! Okay. So, hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht, denke ich mal. Hey du, did you pay the fee of course our little shortcut? What? You intend to challenge us to share cycling mode with others? And who do you think you are to demand such a thing? You're definitely a nutcase. But as the head of the... sorry, Leute. But as the head of the Kanto Motorcycle Federation of the KMF. Geil. Warum nicht KFC? Wäre lustig gewesen. Was? Ich hab dir doch gar nicht rausgefordert. Okay, da hat drei Pokémon. Ah, das ist dieses komische Eiskrabber. Okay. Boxseite. Ach, stimmt. Ich bin ja auch schon bescheuert. Ich muss unbedingt mal wieder lernen, ey, wie das war mit den Vor- und Nachteilen der Pokémon. Okay, nice. Da hätte ich eigentlich die Knie ansetzen müssen am Anfang. Aber gut, ich konnte nicht damit rechnen. Wenn ich jetzt getauscht hätte, auch auf die Fratz gekriegt. Also egal, wie ich es gemacht hätte, wäre falsch. Gut, alles klar. So, perfekto. Kingler, Blueberry ist Level 49. Nice. Der hat einen Person. Das ist ein Snubbelikat. Da nehme ich mal unser... Kingle, also unser Blueberry Band. Ach du Sch... ich wusste ja, dass es diese Version gibt, aber ich finde diese Katze sowas von derp, das ist abartig, ey. Geil. Ich meine, die ist zwar nicht gerade ohne, aber die ist artig. Guck doch schon mal die Visage von dem Vieh an, das ist doch nicht normal, oder? Mal ohne Scheiß jetzt. Oh, stimmt, wir haben ein Z. Können wir eigentlich auch mal einsetzen. Dumbledore-Angriff! Und tot, Achtung! Nee? Cool. Okay, jetzt ist Blue Band tot. Okay, ich werde auch den King Lerit rausnehmen. Es reicht ja, wenn nur ein Pokémon das hat. So, Tick-Tack. Auf geht's. Hey, Ruf! Lass das weg! Ich
knuddeln es zu Tode. Geil. Und tschüss. So, wunderbar. Damit ist dieses Snobilikat auch weg. Und langsam erreichen wir mit allen Pokémon die Level 50. Nice. Und er hat einen, ach, bin ich dämlich. Egal, der hat Kluak Level 50, aber... Ah, fuck. Nicht gut. Nicht gut. Das ist nicht gut. So, Lightning, das ist deine große Chance jetzt. Jawoll, sowas finde ich doch klasse. Läuft doch wie geschmiert. So, perfekt. Und jetzt Discharge. Sehr nice. Das ist die schlimmste Kombo, finde ich, die es gibt. Verwirrt und paralysiert. Das ist für mich das absolute... Ihr seht's ja, das kann töten. Das ist einfach nur abartig. Perfekto. Damit wäre der Biker jetzt auch erledigt. Where did you come from? You run over me like a train. Yes, I have hitting your heart, bitch. If anything is respected in the motorcyclist code of honor, it is the law of the strongest. Since you have beaten us, we will share cycling road with the rest of the cyclists and pedestrians. And take this gift, so you never forget this fight. Oh, geil, wir haben Charizardit erhalten, ey. Das werde ich jetzt auch gleich unserem Ignil geben. Das werde ich das Flasch austauschen. Das ist geil. Das werde ich direkt austauschen jetzt. So, dem gebe ich jetzt schon mal dieses Teil. Unseren... Das muss ganz unten sein. Nein, das ist... Nein, das ist... Nein, das ist... Nein, das ist... Ja. Genau. Wahrlich, ich finde nämlich diese X-Version einfach nur genial. Und unser Blubberband nehme ich das Ding jetzt ab, weil das bringt nichts. Ich werde es eh nicht einsetzen. So, das Einzige, was natürlich sein könnte, wenn ich jetzt ein Ampharos-Greed kriegen würde, das wäre natürlich absolute Burner. Weil, Ampharos wird nämlich dadurch ein Drachen-Pokémon. Das ist geil, ohne Scheiß jetzt. Das ist, das kann durch die Mega-Entwicklung zum einen Drachen-Pokémon werden, ohne Witz. Gut, damit haben wir das jetzt gepackt. Ich würde jetzt sagen, ab geht's nach Saffronia City. Und das machen wir von... Obwohl, das könnte man eigentlich theoretisch von hier aus machen, da brauchst du jetzt fliegen. Genau. Eigentlich eine gute Idee. So, perfekto. Wieder mal zurück bei der guten Erika, bei der Baumschmuserin, die sich hier am Baum aufgehängt hat. Geil. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr viel jetzt vor uns. Wir haben jetzt eigentlich nur noch drei Arena-Leiter. Das dürfte meines Erachtens nach, wenn man richtig liege, jetzt nur noch Sabrina sein. Sollen Sie jetzt erfreuen, Sie die Represente Quellis Economy Powers und Kanto, Alpha oder Personal Perfect Quite of Zero in City. Okay. Wir haben jetzt im Prinzip jetzt nur noch eigentlich Sabrina jetzt vor uns und haben jetzt noch, Plane. Der Pyro, genau. Plane heißt auf Englisch und Giovanni theoretisch am Ende. Da bin ich mal gespannt. The guards at the entrance of Saffron City have gone on strike. We want move into the working condition proof. And our main demand is very clear. We want a good drink to quench out first. Oh, is that the leader Shanine's infusion? Please give me a drink. Gluck, gluck. Ah, my dwarf feel much clearer and while spirits are soaring. Leader Shanine prepares the best infusions. Ich glaube, das war kein Tee. Das war wahrscheinlich LSD flüssig. Hundertprozentig, ey. Die sind jetzt high wie Sau. So, willkommen in Saffronia City. Die Stadt werden wir jetzt aber gleich erkunden. Our leader Sabrina awakened her physic powers at a very young age at around 2 years and 5. She could already bend spoons and at 10 she had become an expert. Although she has not been able to make many friends, she is a very reserved person. Okay, gut. Dass die keine Freundin ist, ist klar. Gehen wir jetzt erstmal hier noch rein. Genau, da brauchen wir jetzt nichts mehr zu machen. Das ist nur, dass wir fliegen können. Die meisten vergessen nämlich, wenn sie nicht im Pokémon Center waren, verlassen die Stadt und wollen dahin fliegen, können sie nicht, weil sie da nicht waren. Do you think you are very strong? Well, I'm conscious to measure your strength at the Saffron Dojo. If you manage to defend my Material Arts Master, he will give you with a powerful fighting type. Okay, den werden wir uns auf jeden Fall zur Brust nehmen. So, was ist mit dir? Have you been to the home of Mr. Physic? That man is a phony. He pretends to have physic powers, but it's all cheap tricks. I, on the other hand, Mrs. Feigding, and if you show me Feigding to Pokémon at the top of your team... Ich habe kein... Kampf-Pokémon. Fuck. Okay, das wär's jetzt gewesen. Psycho-Pokémon hab ich leider auch nicht, also... Geil! I train every day in the Saffron Dojo and Sonna will be Blackbird in 3 different martial arts. If you want to increase your Pokémon stats intensively, there's no place more suitable than the Dojo. Okay, also ich habe kein Kampf-Pokémon und ich habe auch leider auch kein Psycho-Pokémon, was ich gerade zeigen könnte. Doch, ein Psycho-Pokémon habe ich, das müsste ich aber holen. Wait, don't tell me anything at all. Ah, you've come for this, right?
Wow, Psychokinese, alle geil. Was sind deine absolute White? Schön. Was mit dir? Die grinst wie so ein Psycho. Do you think you can beat Sabrina, the Queen of Physical Powers? If you're success, come and see me. Okay, gut. Müssen wir uns merken, dann müssen wir hin. Whoops, be careful. I might have you not a rock type Pokémon that can withstand the impact. You are also not a ghost type Pokémon that can pass dwarf. Oh fuck, if you were a fire type Pokémon, I would actually run you over. Also die hat eben nur gesagt, dass er uns umrennen würde. Have you seen that huge skyscraper? The Sylphink, one of the largest technology companies in the world. In fact, they have been able to develop a ball prototype that never fails. Oh fuck, apparently it is a very expensive project, okay? Cycling has become very popular lately, I think it's great. Be pollutless and don't damage the areas where the Pokémon live. Mm-hmm. Don't even think about poking your nose into the Sylphink. Gut, da werden wir uns auch noch mit rumschlagen müssen. Is this your first time visiting Saffron City? Well, you will have to get used to a hectic pace of life. You are, after all, in the capital of Kanto. Gut, okay, das ist eigentlich sehr interessant. Was bist du? Brumm, 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 brumm. Okay. Ich suche eigentlich nur nach einem Höhentrainer. My doctor likes to imitate, or is that why they call me the copycat? Ach, das ist die Nachahmerin, okay. Das ist die Nachahmerin. Das war im Original so gewesen, dass wenn wir ihr eine Pokémon geben würden. Oh geil, die sieht ja aus wie hier. Hi, do you like my Pokédoll collection? Oh fuck, I would like to expand. You know, I lost my favorite Pokémon doll when I went on a field trip at school. I think it dropped in the Magnet train station. Do you think someone took it? Or it will still be there? Hm. Okay, die steht anscheinend auf Rollenspiele. Dominante Dings haben wir dahingestellt. Das ist keine Ahnung. So, was ist mit dir? Have you heard him walk twice to negative with Sylph SA to buy the blueprints for the Master Ball, but President of Sylph flatly refused. I wonder how he forgot to take it. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wow, I had such a crazy vacation abroad. Look, I'll give you the souvenir that I bought. Geil, wir haben eine Fleckmann-Route erhalten. Das ist im zweiten Teil sehr interessant, weil... nein, ich möchte nichts trinken, dankeschön. Hi, I'm Don Pro... Ah, der geile Don, Alter! Nee, ich bin nicht interessiert, aber ich werde nachher gucken, was ich dir eintauschen kann. He's a bit scary. Maybe I should sit in a far possible way. I'm going to spend a weekend at my friend's house in another queue. Oh. How many times I've traveled from Kanto to Yoto? Können wir aber leider nicht, oder? Sind wir jetzt ein... Geil, die haben uns verarscht. Statt dass wir in Yoto gelandet sind. Oh, alte ihr Schweine. Geil. Ich dachte jetzt wirklich, wir fahren nach Yoto, ey. Hammer hat. Die sind ja mal geil drauf. Sizing the man's building of the city has been like a trail work. And Giovanni was fight. The country queen needs more of a firm hand. Okay. This box is a heavy. I wish I had the Dungeon Pokémon. This box is full of electronic materials. Okay. Gut. Da haben wir nicht mehr viele zu erkunden. Theoretisch haben wir noch das bisschen hier. Dann wären wir jetzt eigentlich mit der Stadt soweit durch. Mich hat es nur damals schon gewundert, wie heute, warum in den alten Generationen die Sabrina nicht einfach hin ist und hat sie aufgemischt. Also Team Rocket. Das City has become unsafe, lately between Team Rocket, Bikers and other misgrant, even with the Pokémon. Weil das wundert mich immer noch, weil normalerweise, wenn die da was wäre, dann würde die da jetzt einfach reinrennen und würde einfach den Laden selbst auseinandernehmen. Also von daher. So. Okay. Stadt erkundet. Wir haben jetzt auch noch das Dojo, Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, da müssen wir hauptsächlich mit Kampf-Pokémon zu tun haben. Feuern wir dir jetzt volle Kanne rein. Da wird der Part halt ein bisschen länger. Ja, are you here to get strong with us? Well, we're not going to hear sweats. Bitch, yeah, Feuer. So, der hat zwei Pokémon. Der hat. Ah, dieses Gurtur, okay. Und zack. Muss das sein? Ohne Scheiß jetzt, Brüder. Das ist nicht euer Ernst. Oder es ist jedes verdammte Pokémon hat Steinschlag. Dings, ja. Ich könnte verrückt werden. Ohne Witz. Okay, komm, Blubberband. Wir müssen auch mal in der Lage sein, ohne Ignini zu gewinnen. So, perfekt. Oh nein, jetzt kommt wieder dieser Nein. Oh, bitte kein Nahkampf. Er setzt Raserei an. Das ist die schlechteste Attacke überhaupt, ey. Also eine der schlechtesten. Boah, Pulse. Okay, das haben sie.
Das haben sie alles ja gemacht mit Raserei. Das ist keine Attacke mehr, die ohne Ende jetzt geht. Okay, interessant. So, dann setzen wir als nächstes... Unser Tinkerton ist hier eigentlich voll auf verlorene Posten. Wir setzen mal Lightning ein. We may not be an official gym, but that doesn't make us any less worthy. Get ready to see us, Trench. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt gute Kampf-Pokémon sind... Die hat ja auch einen Rasaf. Was haben die alle mit ihren verkackten Rasafs? So, das dürfte jetzt eigentlich reinfleischen. Und? Na, jetzt setzt auch nochmal Kreuzschere ein. Sehr gut, das haben wir gewonnen. So, und tschüss. Die mit ihren... Ey, ich gebe mal Brief und Siegel. Was, Backbus? Das ist eine... Das ist eine Käferattacke, gell? Käferbiss. Interessant. Ich würde aber trotzdem sagen, wir behalten die anderen Attacken bei, weil das ist eine Spezialattacke. Das ist mit seinem niedrigen Spezialwert von Libeltra gar nicht so gut. So. Und jetzt machen wir noch das, dass jeder mal seinen Spaß hatte. Da oben ist Dings! Der Camillo, ich werd bekloppt! Der 2 Speed ist important in Pokémon, did you know? Ah! Der Camillo, ey, der zweite Arena leider aus die Höhen. Geil. Saugeil, ohne Scheiß. Der steht da oben im Dojo. Ich bin mal gespannt, ob der mit seinem Hariyama noch dabei ist, ey. Boah. Karpilz ist natürlich eine. Ein sehr gutes Pokémon, das habe ich damals auch ziemlich oft gehabt in meinen Teams. Boah, fuck, ey. Ich sag ja, dieses Karpilz ist knackig. Das kann wehtun. Aber da können wir unser Tic-Tac einsetzen. Und setzt Iron Head ein. Bäm! Frisch Stahlköpfe! Ah, wie schön. So, Minchau. Ah, okay. Ah, stimmt. Fee ist ja effektiv gegen Kampf. Das kann schon Vorteilslash sein. Signalbeam? Ist eine Käferattacke. Könnten wir zwar nehmen, aber ich denke mal mit den Attacken, wo unser Lightning jetzt hat, sind wir eigentlich gut bedient. Tja, geil, Alter. Da hockte Camillo, ey. Do you want to start a fund point super training? No. The training at the Dojo is pretty spartan, but I think I'm making great progress. I've traveled to Kanto to train for a while under the tutelage of Master Bruno, Alter, Bruno war der Schlechteste von der Top 4, ey. By the way, I was supposed to meet him here, but he didn't show up. Is train late? Do you want to have a match? Just to kill time? No, just to kill you. Aber nicht jetzt. Wir haben nicht was anderes. Okay, kann man sich hier vielleicht noch heilen? Auch nicht mehr. Dann haben wir jetzt nur noch den hier. Dann haben wir nämlich das Dojo nämlich hinter uns gebracht. Ah, wir sind komplett geheilt. Das ist nice. Ich setze jetzt unser Tic-Tac als erstes ein. If you defeated my disputes, well, that certainly proves something. The Dojo may not be the official gym of the Front City, but we train every day with great passion to become the best version of ourselves. And now, get ready to receive a good fist of passion. Das war eine klare Ansage von dem. The Black Belt Koichi! Setz ein! Ja, genau. Das war mir so klar. Ein Kikli. Okay. Dann, zack. Geil. Alle Tic-Tac macht das jetzt im Alleingang, schwör ich euch, ey. Hundertprozentig. Geil. Ich sat voll auf Steroide und werden zu Tode geknuddelt, das wär's. Oh, schön böse. Schön hart, ey. Das ist schon hart. So, Hit von Top. Wunderbar. Das erledigen wir jetzt auch noch mit einem Schlag und dann hat sich das Thema wirklich erledigt. Ich habe nur mit Tic-Tac mir das... Oh. Du kannst nur froh sein, dass du es überlebt hast. Aber das war's. So, Dojo innerhalb von einer Runde gemacht, ey. Geil. Schön. Keep it up. Sonny will be able to break mountains. Arcadia for the win. Good work, fighting spirit. I don't have any badges to give you, but you can keep one of the Pokémon in the Dojo. It would be a honor for us. Show us the Pokémon that best suits your fighting style. So. Das ist Kikli und das ist... Lohnt sich eigentlich gar nicht, aber ich bin lieber für Kikli. Kikli ist besser als Nokshan. Aber das werden wir auch gleich im PC wieder abgeben.
schade. Ich habe gedacht, da kriegen wir jetzt noch was anderes Kampf-Pokémon. Ich hätte jetzt gedacht, so Capoeira oder so. Aber es war ja wirklich nur standardmäßig wie in den Originalspielen, die zwei Pokémon. Schade drum. Okay. Heilen brauchst du, glaube ich, gar nicht. Doch, ich brauche mich heilen. Komisch, davor haben sie alles geheilt, ey. Und jetzt auf einmal. Muss ich nicht verstehen. Na, klasse. So, Kikli, weg damit. Theoretisch können wir auch mal gucken, ob wir irgendwas gegen den Don eintauschen können. Das machen wir später. So. Ich habe zwar gesagt, ich brauche ein gutes Kampf-Pokémon. Kikli gehört aber nicht dazu. So, perfekto. Damit würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich bin euer KD Supreme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen netten Kommentar. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen, die Community wachsen lassen und damit mir noch mehr Spaß haben und euch noch ein bisschen hier beteiligen, meinen ganzen Spaß. So, und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Ist aber eben euch überlassen. Ist aber euch überlassen natürlich, logischerweise. Meine Absage ist genauso scheiße wie meine Ansage. Toll. Ansonsten würde ich sagen, im nächsten Part von Let's Play Pokémon Anhyl gehen wir Richtung Silphcore, weil wir können ja eh nichts anderes machen und dann mischen wir den Laden so richtig auf. Dann mischen wir Team Rocket mal volle Kanne auf, danach werden wir uns Camillo widmen und dann werden wir Sabrina schlagen. Alles in allem, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.